Im Juli 2020 bin ich die zweite Etappe von Benzberg nach Forsberg gelaufen und dann im Anschluss noch die erste Hälfte von Forsberg nach Overath. Und wenn ihr Lust habt, kommt ihr ein Stück mit. Bei dieser Tour habe ich erstmals meinen Hängematten-Ultraleicht-Setup verwendet. Da sage ich auch als ersten Erfahrungsbericht am Ende des Videos ein bisschen was zu. Ja, das ist das Zipex-Tarp und die Kari-Hängematte von Kuhn. Herzlich willkommen bei einer neuen Etappe auf dem Bergischen Weg. Ich habe einen Teil der Etappe beim letzten Mal ja schon am Ende mitgewandert und gehe heute auf Rösrath zu. Ihr hört im Hintergrund noch diese ätzende Autobahn, aber wir entfernen uns langsam von ihr und werden dann in die Stille des Waldes eintauchen. Und optisch ist das schon wieder richtig nett. Ja, da unten ist in gewohnter Manier ein kleiner Fluss, der sich hier durch den Wald schlängelt. Da wäre auch eine Schutzhütte. Schöne Stelle hier. Man hört leider immer noch die Autobahn. Ich befinde mich am Monte, wie wird das ausgesprochen? Troddelö. Was auch immer das auf Kölsch heißt. Das ist hier Kölns höchste Erhebung, der Gipfel der Domstadt. Und wenn ihr genau hinguckt, seht ihr, dass jetzt so irgendwie so in diese Richtung, ne, der Hügel doch noch eigentlich weiter ansteigt. Wieso ist das Gipfelkreuz dann dort? Das da ist Bergisch Gladbach. Und das hier ist Köln. Und deswegen ist das da Kölns höchster Punkt. Also der Gipfel der Domstadt ist auf einem leicht ansteigenden Hang. Das passt zu den Kölnern. Ich bin Düsseldorfer, ne? Es hat ein leichter Nieselregen eingesetzt. Die Temperaturen sind aber eigentlich ganz schön. Und wenn der nicht stärker wird, ist das auch okay. Lohnt sich nicht, irgendeine Jacke anzuziehen. Der Wald links und rechts ist mittlerweile richtig schön. Schöne Buchenwälder. Man hört die Autobahn nicht mehr. Vorhin war noch mal ein Flugzeug aus Köln-Bonn. Wenn nur dieser Weg selber schöner wäre. Das ist wirklich so schade, dass die hier nicht irgendwie so einen ganz schmalen Trampelpfad mal so richtig mitten durch diese herrliche Natur machen, sondern dass man auf diesen ausgelatschten Forstautobahnen hier lang geführt wird. Das hier ist eine Stelle, wie es einige im Königsforst gibt, und zwar bildet sich hier ein Hochmoor. Das ist nach vielen Kilometern jetzt das erste Stück, was naturbelassen ist. Ja, man kann hier noch sehen, gestern hat es, also jedenfalls bei uns, wie aus Eimern geschüttet. Das scheint hier nicht anders gewesen zu sein, so wie der Boden aussieht. Und ja, jetzt ist es hier gerade wirklich richtig schön. Also ich liebe das hier, über solche Wurzeln und so zu gehen, dass sich da Sand gebildet hat und die Landschaft drumherum, der Wald war ja auch schon vorher schön. Immer wieder abgestorbene Fichten. Da habe ich übrigens vorhin was auf dem Schild zu gelesen, bei seiner Kahlschlagfläche. Hier entscheiden sie sich wohl für die Variante, dass sie kahlschlagen. Und zeitnah, stand da auf dem Schild drauf, das ist immer ein tolles Wort, zeitnah, werden dann heimische Laubbäume nachgepflanzt. Schön ist es hier. Nur leider nicht der Bergische Weg. Das ist ja echt ein Gag. Also, da vorne muss irgendwo eine Abzweigung sein, wo ich ein Schild nicht gesehen habe. Und man wird jetzt gleich parallel hier zugeführt. Das ist er jetzt wieder.
Und ja, da unten stand ich gerade, wahrscheinlich wirklich nur so 10 Meter hinter den noch stehenden Bäumen. Auf meiner Komoot-App war ein Wanderweg oder ein Trampelpfad da, den sehe ich jetzt offen gestanden nicht. So, ich laufe den Weg gerade nochmal, jetzt beim zweiten Mal laufen, fällt mir auch ein Hinweis mehr auf. Also hier ist nämlich jetzt, aber da muss man wirklich schon 10 bzw. 15 Meter nach links gucken. Der Trampelpfad geht hier nämlich weiter, aber der Bergische Weg, scheint ja mal richtig wild zu werden, biegt hier ab. Gerade gab es eine Abzweigung. Ja, das Reh hat mich unterbrochen. Gerade gab es eine Abzweigung, 1,1 Kilometer bis Forsbach. Da wo das Reh hingelaufen ist, da sind auch schon so vereinzelte Häuser und da unten im Tal kann man auch schon Häuser durchschimmern sehen. Also der Teil hier ist richtig geil. Der Weg holt gerade vieles nach, was vorher nicht so gut war. Plötzlich ist es auch wieder hügelig eingeschnitten. Vorhin war ich ein bisschen nass vom Regen. Mittlerweile ist es mein eigener Schweiß. Es ist richtig anstrengend hier. Aber echt richtig cool. Ich weiß von der Karte her, dass das alles gar nicht so weit weg ist von den Ausläufern von Siedlungen. Ja, das ist so ein bisschen die Stärke vom Bergischen Weg. Also das ist kein Weg, den man jemandem, der aus dem Schwarzwald kommt, irgendwie mit gutem Gewissen empfehlen kann. Aber das ist für Leute, die irgendwie aus dem Ruhrgebiet kommen oder so, wirklich erstaunlich, was es hier noch an Natur gibt. Und also speziell sowas hier ist offen gestanden auch ein hervorragendes Trainingsgelände für eine ernsthafte Tour. Ich bin jetzt aus dem Wald rausgeführt worden, an den Rand einer kleinen Siedlung. Da sieht man auch noch, da komme ich her, das letzte Schild vom Bergischen Weg. Und ich bin mich gerade mal wieder falsch gelaufen. Ich dachte mir, ich muss echt aufhören zu träumen heute. Aber ich bin einfach hier weitergelaufen, habe auch mal nach da geguckt. Na, war ja nichts, habe mich für da entschieden und das ist falsch. Also ich habe das jetzt mit dem GPS überprüft. Es ist tatsächlich dieser Weg hier und hier ist aber auch wirklich gar nichts, was auf den Weg hindeutet. Und das ist ja auch nicht gerade selbsterklärend, dass das hier der Wanderweg sein soll. Wenn man diesen Weg jetzt hier so für ungefähr, eigentlich eine schöne Aussicht gerade, ob ich die gleich noch irgendwie kriege. Wenn man diesem Weg jetzt hier so 300 Meter weit folgt, kommt jetzt auch tatsächlich das erste Mal wieder eine Markierung vom Bergischen Weg. Das heißt, das ist also richtig hier. Und ach, da unten kann man sogar die Wegkreuzung sehen. Dann bin ich durch den Wald da hinten gegangen. Ja, und jetzt hier lang. Ja, ich sitze hier gerade. Kommt dieser Kollege vorbei.
Macht hier extra für mich ein bisschen eine Show. Aus dem Wald da vorne komme ich und da ist auch ein Friedhof. Friedhöfe sind für Wanderer ja immer sehr interessant, weil es da meistens eine Wasserhahn, also eine Wasserquelle, einen Wasserhahn gibt. Und das Schöne in dem überregulierten Deutschland ist ja, dass wenn das kein Trinkwasser ist, muss da ein Schild dran stehen, dass das kein Trinkwasser ist. Und das stand da nicht. Also habe ich mir mal eben, also erstens habe ich glaube ich 1,5 Liter Wasser einfach gerade mal getrunken und meine Wasservorräte wieder aufgefüllt, sodass ich jetzt wieder bei 4 Litern sein müsste. Vorhin ging es noch mal kurz, habe ich nicht gefilmt, durch eine Stadt, so ich denke so 3-4 Minuten oder so. Teilweise steil auf Asphaltwegen, direkt wieder Hang runter, Hang hoch. Aber schöne Häuser da, auch ein paar historische. Und Single Trail war danach noch mal kurz, jetzt wieder seit einiger Zeit Forstweg, der hat aber wenigstens in der Mitte einen Grasstreifen. Zur Abwechslung fängt es mal wieder an, ein bisschen zu regnen. Jetzt war ich so mit dem Regen beschäftigt, um mir die Regenkleidung anzuziehen, dass ich das gar nicht richtig geschnallt habe, wo ich bereits bin. Das hier ist die Erddeponie Lüderich und das ist nämlich, da gehe ich jetzt bestimmt schon noch einige Minuten drumherum. Und das ist nämlich die Stelle, die ich auf der Karte gesehen hatte, wo ich mir dachte, ob die Markierer sich da wirklich den schönsten Weg ausgesucht haben, weil man hätte nämlich, hinten kann man den Wald ja noch sehen, man hätte da nämlich 500 Meter durch den Wald durchstechen können und trifft dann irgendwo da unten den Bergischen Weg wieder. Oder man latscht 2,5 Kilometer und das auf solchen Wegen hier um dieses Deponiegelände herum und... Ja, ihr habt vielleicht eine Idee jetzt, warum ich da kritisch war, ob das wirklich so prall ist. Ja, ihr seht hier die Schachtanlage Lüderich und die hatte tatsächlich sehr große Zinkvorkommen, sodass hier, ich glaube es war sogar wirklich die größte, aber ich weiß nicht mehr von was, von Deutschland, von Europa, die größte Floatanlage war, um Zinkerz vom Gestein zu trennen. Heute ist ein Golfballplatz daneben, deswegen hier auch diese Statue und der Springbrunnen. Vielleicht ist das auch der Grund, warum der Weg hier vorbeigeführt wird, dass man das hier halt sieht. So, ich denke, ihr seht, ich befinde mich neben der GPS-Markierung. Und der Weg geht jetzt wieder hier zum Golfplatz zurück. Das heißt, ich bin gerade einmal im Kreis gelaufen, wegen Markierungen, die es eigentlich gar nicht geben sollte. Boah, und das ausgerechnet an so einem Tag. Naja, dann... Da komme ich. Schöne Landschaft. Und da lang muss ich. Dumm gelaufen. War Gott sei Dank nur ein kurzes Stück. Und auf den Rippen ließ es sich dann doch noch halbwegs passabel laufen. Und jetzt beginnt hier gerade wieder ein richtig schnuckliger Weg. Thank you.
Ja, das war jetzt nicht geplant und unerwartet. Ich habe da zwar hinten so ein paar dunkle Wolken gesehen, dachte auch, die ziehen aber weit vorbei. Pustekuchen. Das ist jetzt nur notdürftig abgespannt. Ich warte jetzt, bis der Regen sich legt und spanne das dann richtig ab. Es reicht, um schon mal trocken zu bleiben. Und ich werde nachher noch mal ein bisschen was zu dem Setup hier sagen. Ich habe mittlerweile mich ein bisschen ausgeruht, mit dem Kochen angefangen und wollte euch noch mal ein paar Sachen sagen. Und zwar eine Sache, die jetzt hier gerade mit dem, ich nenne es mal, Leben unter der Hängematte zusammenhängt. Der Boden ist ja dreckig und das ist ja eigentlich erstmal ein Nachteil gegenüber einem normalen Zelt, dass man hier eben keine Plane hat. Einige nehmen ja extra welche mit. Ich sitze jetzt gerade auf einer. Und zwar ist das, das habt ihr vorhin schon mal in Aktion gesehen, als es geregnet hat, wer genau drauf aufgepasst hat. Ich hatte ja oben so eine Jacke an, hier so eine ganz dünne, leichte Regenjacke. Für ultraleicht ist sie noch vergleichsweise schwer. Und ich hatte darunter, sitze ich jetzt drauf, einen Regenrock an. Ja, und das hatte ich mir nämlich gedacht, dass das so eigentlich eine ganz nette Sache ist, wenn der Boden feucht ist, ne, dass man sich halt, dass man doch noch was zum Hinknien hat. Und ich war eigentlich von Sonne ausgegangen, nicht von so viel Regen heute. Und siehe da, es ist in Aktion und ich muss sagen, das gefällt mir schon mal ganz gut. Ich habe das jetzt hier doppelt gelegt, den Regenrock. Hier passt noch neben mir noch was hin. Ich könnte den auch ganz ausbreiten. Ja, muss aber nicht sein. Und bei mir gibt es jetzt gleich Spaghetti Macaroni. Was ist das hier überhaupt? Das ist letztendlich von insgesamt drei Herstellern. Erstmal das offensichtlichste, das Cuban Tarp, ist von der Firma Sipex. Und ihr seht, das hat für einen Cuban Tarp ganz schön viele Abspannpunkte. Und zwar ist das ein Tarp mit Türen oder Tarp with Doors. Die Funktion der Doors ist, dass man sich nämlich tatsächlich komplett von den Elementen abschotten kann. Ich habe das hier an dieser Stelle mal so ein bisschen gemacht. Also das letzte Dreieck, ja, das kann nach innen geschlagen werden. Und das kann noch viel, viel stärker nach innen geschlagen werden. Und wenn man das mit beiden Dreiecken macht, dann kriegt man so ein Tarpende fast dicht verschlossen. Ja, das ist zum Beispiel, wenn man Winterübernachtungen in der Hängematte macht. Und ihr wisst ja, ich denke immer an den Vierjahreszeiten-Einsatz, ist das nämlich eine Option, wie man die Luftbewegungen doch stark minimieren kann. Ja, geht auf beiden Seiten. Und mit den Abspannungen muss ich noch ein bisschen was überlegen. Ja, das ist das Tarp. Dann kommt das Mückennetz, ist von der Firma Didi Hammock. Und zwar ist die Hängematte, ach, die ist gar nicht richtig zu sehen, das ist dieses graue Ding hier, etwas merkwürdige Haptik. Die Hängematte selber, das ist eine, wie hieß sie denn jetzt, Kari heißt die, von der Firma Cumulus. Darin liegt mein Cumulus Quilt, den kennt ihr ja schon aus dem Sommer, habe ich auch in meinem Gear-Video vorgestellt. Und hier ist jetzt ein, ebenfalls von der Firma Cumulus, genauso dick, auch ein 450er, also auch bis minus 7 Grad, wobei ich das im Moment noch zu bezweifeln wage. Ein Underquilt drunter. Und das ist ja auch alles ganz schön, wenn es keine Mücken gibt. Ich stehe aber gar nicht auf Mücken. Und deswegen von der Firma Didi Hammock dieses Mückennetz, was man an den Enden so ein bisschen um die Hängematte drum schlingen kann. Und dann ragt das auf beiden Seiten um einen rum.
So, da die Aufnahmen hier eh keinen Ton haben, kann ich ja was Lustiges erzählen. Ich hatte vorher bei der Wanderung schon zwei jüngere Männer mit einer Tochter getroffen im Wald. Die waren mit Mountainbikes und so unterwegs. Und die haben mich exakt an dieser Stelle, als ich das vorbereitet habe, die Aufnahme, nochmal getroffen. Fuhren dann vorbei und dann fragte der eine irgendwie YouTube. Und dann habe ich gesagt, ja. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen und ja, so, das ist für mich jetzt das erste Mal, dass ich einen Abonnenten von mir getroffen habe. Zu dem Zeitpunkt, wo wir uns getroffen hatten, war er noch kein Abonnent, aber ist es jetzt wohl. Unbekannterweise Grüße an euch und ja, fand ich jedenfalls eine witzige Aktion. Morgen zusammen. Die Nacht war interessant. Ich hatte, als ich die Tour geplant hatte, zwei Tage vorher mal einen Wetterbericht reingeguckt und da war angekündigt, dass es in der Nacht ja so ein bisschen regnen kann und dementsprechend Larifari hatte ich auch das Tarp aufgespannt, also relativ hoch. Und jetzt hat es ja gestern tagsüber schon reichlich geregnet. Und in der Nacht zog dann ein Gewitter auf und wie das so bei Gewittern manchmal ist, da habe ich glaube ich sogar noch kurz gefilmt, kurz vor Eintreffen des Gewitters war hier echt Orkan, ist auch irgendwas auf das Tarp draufgeklatscht, irgendwelche Äste, ist aber alles heil geblieben, aber bei den Windstärken ist, zeigt euch das mal hier, ja, das Tarp ist an der Seite doch vergleichsweise hoch abgespannt und der... Das ist gar nicht der Regen gewesen, sondern der Sprühregen, der hier von unten an den Quilt ran gedonnert ist. Also das war schon heftig. Also ist jetzt nicht irgendwie durchfeuchtet oder so. Das ist ja hier, das ist ja dasselbe Material. Ne? Diese dieser Pertex-Stoff, der ist, ja, da haben sich schon die ersten Tropfen dran gebildet. Ist alles nicht wild, ist ja Sommer. Wenn das jetzt irgendwie so bei 0 Grad und im Winter passiert wäre, wäre das sicherlich schon mal eine andere Hausnummer, dass man da mit der nachlassenden Isolation oder so aufpassen muss. Ja, Schlafkomfort in der Hängematte. Eigentlich wie erwartet. Ich hatte es zu Hause auch schon im Garten drin dösen, ein bisschen ausprobiert, aber drin dösen ist immer noch was anderes als eine ganze Nacht drin liegen. Es ist halt eine 3-Meter-Matte, ne? Und genauso liegt man auch drin. Dieser Oberstoff hier, das ist ja auch Pertex Quantum Pro, der sieht gummiartig aus. Man hat im ersten Grip auch das Gefühl, dass es gummiartig ist. Aber ganz im Ernst, da gewöhnt man sich dran und es ist kein bisschen so wie sonst irgendwie so, als ob man Plastik anfassen würde, so dass man da, das ist nicht schwitzig. Ja, also das ist ja nicht.